Wo? Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Als ob das jetzt hier drin ist. Ich habe nicht mal eine Taschenlampe. Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation, das DLC. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns jetzt hier beim zweiten Part auf der Nostromo und müssen uns vor dem Alien in Sicherheit bringen. Genau, das hier das sein Unwesen treibt. Wir sind genau an derselben Stelle wie hier bei den Filmen. Es war ja da, wo das Alien da so darunter hing. Man konnte es eigentlich schon sehen in dem Moment, aber wer nicht genau hingeguckt hat in den Film, der konnte das nicht richtig sehen. Für diejenigen, die es checken, die wissen, was ich meine. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal weitermachen. Ich will hoffen, bin ich am Aufnehmen überhaupt? Ja, alles gut. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Lasst mal kurz schauen. Wir waren hier stehen geblieben. Wir hatten hier die beiden Dinger aktiviert. Tut mir leid, ich habe es leider schon wieder nicht mehr auf dem Schirm, was wir da machen mussten nochmal. Aber wir mussten da zwei Konsolen aktivieren, genau. Wir sind durch den Serverraum geflohen und jetzt, müssen wir... Verschließen Sie die Luke B3. Ah, die beiden Luken haben wir verschlossen, genau. Und jetzt müssen wir die dritte Luke verschließen. Auf jeden Fall hier in dem Film war das so gewesen, hat er so nach oben geguckt. Also zumindest sieht es relativ ähnlich aus. Und da hing dann so das Alien von der Decke. Und das hat er nicht gesehen, genau. Also machen wir mal weiter. Oh, oh. Nicht gut. Ah, verdammt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Okay. Steht das da einfach vor uns? Ich wollte mal ein bisschen schneller machen. Wo müssen wir die dritte Luke verschließen? Müssen wir auf der anderen Seite auch dann noch eine verschließen? Ich hoffe nicht. Okay, jetzt sind wir... Jetzt sind wir bei Ripley hier. Oh, oh. Runter, 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 runter. Schließen Sie das Hauptschachtsystem und locken Sie die Kreatur zum unteren Deck. Ah, das haben wir schon gemacht. Terminal aus, eine Verbindung zum Luftschleusensystem hier. Ah, ich glaube, das hatten wir ja schon gemacht gehabt. Hier haben wir das letzte Mal. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Jetzt locken Sie das Alien in die Hauptschächte. Ey, müssen wir das da rein? Und darauf hätte ich ja gar keinen Bock. Oh, das ist hier. Ist das hier? Nee. Halt. Wo ist denn das jetzt? Gut, das läuft da draußen irgendwo rum. Zeig mal auf der Karte. Ich würde schon lieber eigentlich einfach geradeaus laufen. Dafür müssen wir aber wissen, wo das ist. Okay, das ist da hinten. Okay. Am besten? Wie machen wir es denn am besten? Okay, ich laufe jetzt mal hier lang. Zeig mal, ist das gut? Kann man machen. Und dann in die Röhre rein. Los! Okay, das regt mich halt übelst auf, dass man hier keine Taschenlampe hat. Okay, das sieht ganz gut aus. Warte, wo müssen wir das reinlocken? Hier oder was? Ja, wow. Warte. Das heißt... Rein in den Hauptschacht. Hoffentlich klappt das auch. Ah, das folgt uns ja so oder so, das Alien, glaube ich, ne? Als ob. Alles so Lüftungsröhre. Locken Sie das Alien in die Hauptschicht. Oh, jetzt müssen wir durch die Röhren laufen. Jetzt habe ich Ihre Position auf dem Schirm. Einen Moment mal. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist
bei Ihnen. Was? Wo? Direkt da. Sie müssen vorsichtig sein. Als ob das jetzt hier drin ist. Ich habe nicht mal eine Taschenlampe. Nein, das ist mir zu viel. Das ist ein scheiß Labyrinth, guckt euch das an. Geradeaus, links, geradeaus. Ich hoffe einfach, es hat hier einen Checkpoint gehabt. Ah, so sehen wir ein bisschen was. Rechts. Ah, die lotst uns. Gut so, immer weiter. Halt. Okay, wir sind... Geradeaus. Nach links. Ey, shit, jetzt ist richtig übel. Nach rechts. Nach rechts. Geradeaus. Halt, wo ist es? Links. Sind wir richtig? Links. Ich lauf rückwärts. Das war da unten. Verbinden Sie Ash mit dem Lüftungssystem. Wow. Ich bin runtergefallen und es ist gerade hochgekommen. Okay, hier lang. Mega krass gerade eben. Boah, es geht mir gerade... Oh, shit. Das war mir zu viel in den Rohren. Wart. Hier, ne? Ja. Ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Bitte, ich brauche noch Öl. Das muss klappen. Verstecken Sie sich, während sich die äußere Luftschleuse öffnet. Okay, das ist, für diejenigen, die es nicht gehört haben, das ist, glaube ich, jetzt das gewesen, wo er... Nee, ich habe es gerade gar nicht richtig gehört. Warte, ich will das nochmal abspielen, das interessiert mich jetzt. Bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Halt. Wo? Ein Mitglied der Crew wurde von einer unbekannten Kreatur angegriffen. Ich habe ihn zurück an Bord gelassen, ohne offiziellen Quarantänerichtlinien zu folgen. Im Großen und Ganzen, denke ich, war dies die richtige Entscheidung. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Ein Risiko, das ich willentlich eingegangen bin. Und ich werde mich jeglichen Entscheidungen der Firma bei meiner... Irgendwas Seltsames geht hier vor sich. Nein! Ist es weg? Warte, was müssen wir machen? Warten Sie, bis das Alien in die Luftschleuse betritt. Ja, muss ich hier rein oder muss das Alien hier rein? Hä? Nee, warte mal. Ah, das war gewesen, wo der Ash den Infizierten, also mit dem Facehugger im Gesicht, den... Ah, wenn das Alien drin ist, muss ich den Schalter hier drücken, den trotzdem an Bord gelassen hat, gegen die Sicherheitsvorschriften. Das kann ich mich noch erinnern. Ich hätte es nicht verscheuchen sollen. Ich hätte warten sollen, bis das hier drin ist. Okay, es kommt wieder. Und sobald es da drin ist, muss ich den Knopf wahrscheinlich drücken. Okay, jetzt warten wir. Nein, der soll doch da reingehen.
Ich muss ein bisschen Lärm machen. Komm schon, geh rein. Geh rein. Ja, vorher war es richtig gewesen. Ich hätte es nicht verscheuchen sollen. Komm schon. Ui. Komm. Ja, geh rein. Och nö. Komm schon, geh rein. Das hätte ich hier reinlocken sollen. Habe ich irgendwas? Nee. Komm. Geh schon rein. Ich bräuchte einen Geräuschemacher oder irgend sowas. Das wäre am besten. Warten Sie, bis das Alien die Luftschleuse betritt. Ja, das war vorhin so. Ich hätte es nicht verscheuchen sollen. Das Problem ist, ich weiß nicht, Luftschleusensteuerung. Ich weiß nicht, wo der letzte Checkpoint war. Ich habe... Sonst könnte ich nochmal neu laden. Ich riskiere es nochmal. Komm schon! Hier bin ich. Komm schon. Geh da rein! Geh da rein! Es gibt ja zurück. Mit einem Flammenwerfer vielleicht reinlocken? Ich weiß es nicht. Ich probiere es echt so. Das kommt jetzt 100 Pro. Wo ist denn das? Oder muss ich... Das ist hinter der Tür. Hä? Wie geht denn das? Oder muss ich das hier so reinlocken? Okay, wir gucken es jetzt. Ich gucke jetzt mal so. Da ist es. Komm her. Komm rein. Komm. Warten Sie, bis das Alien die Luftschleuse... Nein. Es muss andersrum sein. Es muss reingehen und dann muss ich von außen den Knopf drücken. Hundertprozentig. Oh, bitte muss ich nicht wieder durch die Röhre. Bitte nicht. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ah, okay, voll easy. Wir sind genau hier. Schön. Also fast. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder dahin laufen. Na, rennen sollte ich nicht. So. Jetzt erstmal wieder die Tür aufmachen. Ich habe sie mit dem Luftschleusensystem verbunden. Es ist hier. Das muss klappen. Verstecken Sie sich. Das Öffnen der äußeren Luftschleuse wird dauern. Die ist noch gar nicht offen, die Luftschleuse. Shit. Das ist ja schon hier drin. Fuck.
Ist das weg oder steht das jetzt noch da? Geh geradeaus. Okay, gut. Diesmal schaffe ich's, komm schon. Luftschleuse bereit. Warten Sie, bis sie in der äußeren Schleusenkammer ist, um sie einzuschließen. Nein! Warte, bis das Alien die Schleusenkammer betritt. Ja, okay, mache ich ja. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Okay, jetzt gehe ich. Ich hätte sie vorhin echt nicht abbrennen dürfen, das war das Problem. Nein, ich depp. Was mache ich denn? Mein Gott. Ja, jetzt habe ich es wieder versaut. Ich tue den Checkpoint nochmal neu laden. Was mache ich denn auch? Ich hätte einfach noch ein bisschen Geduld haben sollen. Also gehen wir nochmal. Okay. Es ist hier. Das Maus. Ich öffne die äußere Luftschleuse, aber das dauert. Suchen Sie sich ein Versteck. So, und jetzt warten wir so lange. Ja, ich könnte eigentlich auch schon jetzt in die Nähe gehen. Nee, hier ist ja gar nicht lang. Nein, hier ist kein gutes Versteck. Ich warte schon hier. Meiden Sie das Alien. Ja gut, jetzt warten wir einfach nochmal kurz. Lustig, dass der Ash zu dem Alien sie sagt. Als wäre es ein Weibchen oder so. Oh. Okay, der ist hoch. Oder kann ich die von hier muss ich dann hier drücken? Kann man hier drunter? Ja. Warte, jetzt will ich mal gucken. Sie bewegt sich in die richtige Richtung. Jetzt ist sie drin, guck. Jetzt geht sie aber wieder raus. Das ist das Problem. Jetzt ist das Vieh wieder hoch. Die geht immer wieder da rein, das Alien. Nein, nicht bewegen. Okay. Jetzt genau dasselbe. Bitte geh jetzt einfach da rein. Das ist vorhin die ganze Zeit jetzt sicher zwei, dreimal da reingegangen. So, ist es unten? Geh in die Luftschleuse. Ja, nein, nicht zu uns. Ja. Jetzt ist die Frage, wie lange müssen wir warten, bis das da reingeht? Wir müssen 100% den grünen Schalter da drücken.
Ja, schließen Sie das Alien in der Luftschleuse Nostromo ein. 100 Pro. Okay, ich verstecke mich jetzt mal nicht in dem Ding, sondern hier hinter der Ecke. Komm schon, bitte funktionier. Geh rein. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Das ist natürlich ein ganz tolles Versteck hier. Jetzt. Ah, ich glaube, das ist noch oben. Jetzt ist es unten. Okay. Bitte funktionier. Komm. Geht hier vor sich. Ja! Was? Hat's funktioniert? Es muss eine Störung im System gewesen sein. Da konnten wir nichts gegen machen. Und das war's, und er geht einfach. Organismus zur Erde bringen. Oberste Priorität. Andere Prioritäten gibt es nicht. Sie scheinen noch immer nicht zu begreifen, womit Sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Ich bewundere seine Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt weder Schuld noch Illusionen von Moral. Okay. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich kann Ihnen nichts vormachen, was Ihre Chancen angeht. Aber Sie haben mein Mitgefühl. Ah, ich verstehe. Ich glaube, je nachdem, wen wir spielen am Anfang, machen wir andere Aufgaben. Wenn ich jetzt Ripley nehme, habe ich wieder andere. Das ist cool, okay. Okay, dann werde ich morgen auf jeden Fall mal Ripley ausprobieren und wie das dann da aussieht. Und danach können wir, glaube ich, noch den Captain, den können wir dann auch noch spielen. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben ja dann sogar noch mehr, ne? Wir haben ja dann noch so ein letztes Überleben, da haben wir noch. Das haben wir auch noch, das ist auch noch ein DLC, das will ich dann auch noch ausprobieren. Okay, Leute, aber an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder am Start. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.